Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hardware-Test hier bei uns auf dem Kanal. Wir schauen uns heute mal eine kleine brandneue Kamera, Überwachungskamera für Smart Home an und das machen wir gleich nach einem kurzen Intro. So, das habe ich jetzt gerade gekriegt. Ihr seht schon an der Verpackung, das Ganze ist momentan echt noch ein Beta-Test. Die Verpackung wird sicherlich so auch nicht in den Handel gehen. Trotzdem waren die Kollegen schon mal so nett und haben mir das zugeschickt. Und da wollen wir jetzt einfach mal reinschauen, was wir hier alles kriegen. So, da haben wir hier erstmal die Kamera an sich. Können wir jetzt auch mal auspacken, wenn wir die irgendwo eine Öffnung finden. Also das Produkt ist wirklich auch gerade erst fertig mit der Entwicklung. Hat mich im Dezember schon angeschrieben, haben aber gesagt, ey, das ist aber noch nicht fertig, da musst du dich noch ein bisschen gedulden. Ja, und das ist es hier, das ist die Kamera 1080p mit Nachtsicht und genau, zwei Wege Audio sogar. Deshalb hat das Ganze hier auch ein Mikrofon, das bedeutet, wir können hier auch reinsprechen, also in unser Handy oder wie auch immer reinsprechen und das kommt dann auch hier an. Allerdings hören wir natürlich auch, was die Kamera aufnimmt, dafür ist hier vorne das Mikrofon. Stromversorgung hier hinten, da können wir sogar nochmal mit dem USB dann rausgehen, so wie es aussieht. Oder nee, das wird wahrscheinlich nur für ein Speichergerät dann sein. So genau weiß ich das nicht, müssen wir mal gucken. Jetzt gucken wir mal hier nochmal, das ist glaube ich hier... Ich will es ja nicht gleich... Oh doch, ich wollte es jetzt nicht gleich kaputt machen, aber das ist nochmal so ein... kleiner Standfuß, damit wir die Kamera auch schön ausrichten können. Okay, das haben wir erstmal. So, dann haben wir hier eine kleine Anleitung. Und zwar der Schnellstarter, den schauen wir uns gleich an. So, und dann haben wir hier noch mehr in der Kiste. Das war es dann aber auch. Das ist das letzte jetzt. Gucken wir mal rein hier. Bisschen Pulver. So. Und hier haben wir ein USB-Kabel, sehr schön. Wird mitgeliefert, ist sogar ein Flachbandkabel, das ist auch super und das ist auch verdammt lang. Müsste ich mal messen, wie lang das ist, aber auf jeden Fall über einen Meter, ich würde mal fast sagen 2 Meter. Wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr, aber zwei Meter müssten hinkommen. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Einen Netzstecker, auch das ist ja heutzutage nicht unbedingt mehr so State of the Art, das mit da reinzupacken. Den können wir dann auch gleich für die Inbetriebnahme benutzen. Und dann haben wir hier noch was. Das ist eine Metallplatte und ein Kleber. Das ist sicherlich, wenn man die irgendwo anschrauben möchte, so eine Art Unterlegscheibe. Noch würde ich jetzt erstmal so vermuten. Ich bin jetzt nicht so der Handwerker, aber... kann ich mir gut vorstellen. So, und dann haben wir hier die Anleitung, die sogar auf Deutsch ist. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie gesagt, das ist halt momentan noch die Beta-Testphase. Auch die App muss sich nochmal so freischalten lassen, dass ich da überhaupt rankomme. Das können wir uns aber gleich nochmal angucken. Ja, hier ist auch übrigens nochmal der Firmenname Etherton. Mit denen war ich jetzt auch in Kontakt deswegen. Ja, so viel steht jetzt hier auch gar nicht drauf. Wir werden gleich einfach mal versuchen, das Ganze in Betrieb zu nehmen. So, ja, viel mehr steht hier jetzt nicht. Ich lade mir jetzt die App runter, dann werden wir die mal installieren und dann legen wir mal los und schauen uns das Ganze mal an. So, also ich habe mir jetzt die App mal runtergeladen. Wir sehen hier den Willkommensbildschirm. Jetzt müssen wir uns natürlich erstmal anmelden hier. Das mache ich mal ganz schnell. So, nachdem wir jetzt also auch unsere E-Mail-Adresse bestätigt haben mit einem Bestätigungscode, kann es jetzt eigentlich dann auch losgehen. Wir werden die Kamera jetzt einmal mit Strom versorgen. Wenn es denn geht. So. Gucken wir mal hier rein. Sieht man jetzt erstmal noch nichts. Wir drücken jetzt hier einfach mal auf New Device. Etherton Cam. Achso, auf der Unterseite sollen wir mal schauen. Da ist wohl eine LED. Die soll gegenüber von dem. Achso, der Setup-Knopf. Ne, den sollen wir. Wir sollen den Setup-Knopf. Ready to connect. Ready to connect, okay.
So, dann wählen wir unsere Fritzbox aus. Achso, jetzt muss ich das WLAN-Passwort natürlich noch einmal eingeben. Moment. So, also ihr hört es, die Kamera ist prinzipiell ready to connect. Scan QR-Code with Camera, das ist natürlich auch mal interessant. Das ist ja mal eine coole Art der Einrichtung. So, und jetzt müssen wir ganz kurz mal warten. Jetzt wird die Kamera versuchen, sich über WLAN zu verbinden. Aha, okay. Das ist ja schon mal gut. Jetzt können wir der Kamera noch einen Namen geben. Ganz einfallsreich Kamera. Und das war's schon. Schon ist die Kamera eingerichtet. So, dann schauen wir uns das Ganze mal So, dann an, schauen wir was uns wir das jetzt hier Ganze mal an, machen was wir können. jetzt hier machen können. Ich höre mich jetzt selber. Können die jetzt sogar schon upgraden oder updaten? Das machen wir doch gleich mal. Okay. Wir können jetzt hier auch, glaube ich, geht das jetzt hier oder sind wir? Achso, jetzt habe ich ein Foto gemacht, das wollte ich gar nicht. Können wir das Ganze auch noch groß machen? Ups. Also wir sehen jetzt hier auch die aktuelle Verbindung. Das Ganze ist auf HD momentan eingestellt. Jetzt könnten wir es so auf den Nachtmodus schalten oder auch den Nachtmodus ausmachen und oder auf Auto. So, was jetzt natürlich ganz interessant ist, wir können hier natürlich jetzt ein Foto machen. Wir können das jetzt wahrscheinlich auch aufnehmen. Genau, wir können das hier einfach mit dem Knick aufnehmen und beenden. Wir haben hier eine Historie, wann hier was passiert ist. Es gibt keine Einträge momentan. So, was können wir denn hier noch machen? Wir können einen Fokus machen. Okay, da weiß ich jetzt gerade nicht wie. So, wir können hier erstmal reinzoomen. Auch das ist flüssig, das funktioniert super. Ach so, okay, hier ist jetzt keine, ich habe keine Micro-SD drin. Wir können uns hier auch das Album anschauen, was wir jetzt bis jetzt aufgenommen haben. So, dann gehe ich nochmal in die Settings hier rein. Detection Settings. Motion Detection Settings. Wann soll er denn hier reagieren? Ne, wir können jetzt hier sagen, reagiere schnell, reagiere langsam. Wenn irgendwas ist. Und jetzt nimmt er hier einmal das Ganze auf. Wir können ihm jetzt hier sagen, das ist die Zone, in der du jetzt aufpassen sollst. Wenn da irgendeine Bewegung ist, dann musst du zeichne das halt eben auf. So, gehen wir nochmal zurück. Zurück. Hier gibt es sogar eine Rauchmeldererkennung. Finde ich auch gut. Wir können hier auch sagen, wann er überhaupt eine Bewegung aufnehmen soll. Ne, von welcher Zeit? Ne? Also wenn wir zu Hause sind, braucht er das nicht unbedingt, aber wenn wir halt eben nicht da sind, dann soll er das machen. Oder halt eben die ganze Zeit, können wir ihm auch sagen. Gut, das ist erstmal Motion Detection. Notification geht dann natürlich auch, dass sobald eine Bewegung erkannt ist, sollen wir benachrichtigt werden. Video Storage und Management, Local Recording to Micro SD. Ich habe gerade keine drin, deshalb geht das natürlich nicht. Und Basic Settings gibt es hier auch nochmal. Können wir noch so bestimmte Sachen dann einstellen, dass er hier einen Sound aufnehmen soll oder auch nicht? Dann die Nachtsicht natürlich, die übrigens sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Das hatte mich jetzt überrascht, dass es auch so noch ganz gut funktioniert. Selbst wenn es ja noch relativ hell ist. Klappt aber super. Die Nachtsicht sehen wir sogar hier auf der Kamera. Ja, wenn wir jetzt mal hier drauf gucken, ich hoffe, das sieht man so ein bisschen. Die roten LEDs dort an der Seite, das ist dann das Infrarot. Das sind erstmal so die grundlegenden Funktionen der Kamera. Zum Preis kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen, da das Produkt noch nicht auf dem Markt ist. Es ist jetzt momentan nur ein Beta-Test, um zu schauen, ob auch alles wirklich funktioniert oder auch nicht. Und ja, das wird sicherlich später erscheinen. Dann werde ich das natürlich nachreichen und euch das ganze Produkt auch verlinken. Vielen Dank jetzt erstmal an dieser Stelle fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Mach's gut, bis dann, tschüss, ciao, euer David von meinika.de.